Herzlich willkommen zu meinem Lernfilm über das Thema Strahlung. Es gibt sehr viele verschiedene Strahlungen von der Sonne, aber nur ein Teil der Strahlungen dringt durch die Atmosphäre ein. Der Rest filtert die Ozonschicht. Die Ozonschicht ist die äußerste Schicht der Atmosphäre. Die Sonnenstrahlung wird von einer dunklen Oberfläche aufgenommen und von einer hellen Oberfläche reflektiert. Infrarotstrahlung. Infrarotstrahlung ist in drei Teile aufgeteilt, A, B und C. Die Infrarotstrahlung ist dafür verantwortlich, dass wir Wärme auf unserer Haut spüren. Mit einer Infrarotkamera spürt man nicht nur die Wärme, sondern man sieht sie auch. Auch wir strahlen Infrarotstrahlung aus. Das sichtbare Licht. Das sichtbare Licht ist der Grund, wieso man überhaupt Farben sieht. Farben existieren nicht. Das sind nur verschiedene Wellenlängen, die wir mit unserem Auge wahrnehmen. So sehen wir die Welt. Und so sieht die Welt in Wirklichkeit aus. Ultraviolettstrahlung, kurz gesagt UV-Strahlung. Die UV-Strahlung kann auch die Haut bräunen. Aber man kann auch einen Sonnenbrand bekommen. Darum immer Sonnencreme einschmieren, dass ihr von der UV-Strahlung geschützt seid. Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung wird in der Medizin sehr oft verwendet, zum Beispiel für ein Röntgenbild. Ich erkläre euch kurz, wie ein Röntgenbild entsteht. Es wird Röntgenstrahlungen durch den Körper gesendet. Die Röntgenstrahlungen durchdringt den Körper, außer bei Knochen, Schrauben, Kugeln und sonstige feste Objekte. Der Rest durchdringt den Körper und wird beim Film aufgezeichnet. So entsteht ein Röntgenbild. Das ist fast das gleiche, wie wenn du dich vor einem Beamer stellst. Gammastrahlung. Wenn eine Atombombe explodiert, wird Gammastrahlung freigesetzt. Die Gammastrahlung ist sehr gefährlich für uns. Das ist auch der Grund, wieso manche Gebiete bis zu mehreren Jahren unbewohnbar sind. Weil die Gammastrahlung nahezu jeden Stoff durchdringt, sind sie nur mit dichten Materialien abzuschirmen. Wie auf dem Bild zu sehen, dichtes Blei.